auf geht's auf den Burcher Trail im Brandner Tal. Vielleicht habt ihr es schon jetzt bemerkt, ich fahre gerade auf der GoPro jetzt ohne Super Boost, weil es einfach ja viel realer rüberkommt. Also mit Super Boost sieht es so aus, als würde man immer über alles drüber gleiten. Das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht so. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal ausgemacht. Der Burcher Trail jetzt hier ist ein Single Trail, eher auf der ruhigeren Seite vom Brandner Tal, also nicht da, wo die Downhill, die Jumpline etc. runtergeht, sondern da eben auf der anderen Seite auch ein mega cooler Trail. Im Downhiller teilweise ja nicht ganz so einfach zu fahren, aber geht eigentlich trotzdem ganz gut. Nachher wird er noch relativ schmal, der Trail, aber macht auch mega Spaß. Also, kann man nicht sagen. Bei Single Trails seht ihr bei mir nicht sonderlich oft auf dem Kanal. Wird wahrscheinlich auch nicht sonderlich oft weiterhin vorkommen. Aber so, wenn es mal ein Single Trail ist, den man auch gut mit dem BH fahren kann, dann warum nicht? Oh, war ja knapp. Okay, jetzt gibt es hier ein bisschen das Technische. Oh. Ja, so halt. Aber ja, machbar. Machbar. Gut, da habe ich jetzt hier fast die Einfahrt verpasst. So, weiter geht's. Jetzt kommen wir langsam in das ja, flowige Stück, aber auch eben in das sehr schmale Stück. Also man sollte aufpassen hier. Ich glaube, hier irgendwo kommt dann auch ein Stück, wo Wanderer erlaubt sind. Das wissen aber die meisten Wanderer nicht. Dementsprechend dürften uns eigentlich keine entgegenkommen oder auch in die gleiche Richtung laufen. Das müsste eigentlich alles passen. Yes. Okay. Fahren direkt weiter ins nächste Stück. Alter, der Trail ist eigentlich sehr empfehlenswert für jemanden, der auch mal so ein bisschen Single Trails fahren möchte. Ist der Trail eigentlich mega. Oh, und das Hinterrad, das ist den Hang runtergerutscht. Oh, oh, okay, da war die Geschwindigkeit ein bisschen zu viel. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der Kamera rüberkam, aber mir hat es das Vorderrad ein bisschen aufgestellt. Wow, holla. Alter, heftig. Ich glaube, das ist jetzt auch schon das letzte Stück. Ja, genau, da steht es. Rücksicht nehmen auf Wanderer. Schauen wir mal, ob wir welche haben. Wanderer ist natürlich immer einfach auf die Seite zu gehen, als für Biker, die da in der guten Geschwindigkeit ankommen. Wahrscheinlich hört man es auf der GoPro ein bisschen, wie das Hinterrad dann immer rumrutscht, wenn ich die Hinterradbremse reinhaue. So, das war's dann auch schon vom Bunker Trail. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich roll jetzt wieder zurück, es ist nur noch bergab. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst. Macht es gut und ciao.